Joe Metheny ist einer der widerlichsten Serienmörder überhaupt, denn aus seinen Opfern begann er Burgerfleisch zu machen. Er verkaufte es an seinem Imbissstand als Geheimzutat und lockte somit zahlreiche Kunden an. Joe Metheny wurde in Maryland geboren und war eines von 6 Kindern. Sein Vater war Alkoholiker und seine Mutter hat sich selten um ihn gekümmert. Joe kam schon in jungen Jahren in ein Heim, später auch zu einer Pflegefamilie. Als er 16 Jahre alt war, verstarb sein Pflegevater bei einem Autounfall. Kurz nachdem Joe 18 Jahre alt wurde, schloss er sich der US Army an. Er wurde in Deutschland stationiert und wurde auch zu dieser Zeit drogensüchtig. Nachdem er seine 8 Jahre Dienstzeit bei der Army absolvierte, ging er wieder zurück in seine Heimat nach Maryland. Er weigerte sich, mit seiner Familie Kontakt aufzunehmen und schloss sich einer Gruppe von Obdachlosen an. Schon nach ein paar Monaten bekam er einen Job als Gabelstaplerfahrer. Nachdem er genügend Geld beisammen hatte, kaufte er sich einen Wohnwagen, in dem er lebte. Zudem lernte er seine zukünftige Frau kennen, mit der er auch ein gemeinsames Kind bekam. Doch eines Tages kam Joe von der Arbeit nach Hause und fand seinen Wohnwagen leer vor. Seine Frau hatte ihn zusammen mit seinem Sohn verlassen. Joe war außer sich und das Einzige, was er wollte, war Rache. Es dauerte ein halbes Jahr, als Joe von einem drogensüchtigen Freund erfuhr, dass seine Frau mit einem neuen Mann ans andere Ende der Stadt gezogen ist. Ihr Sohn wurde ihr jedoch wegen Kindeswohlgefährdung weggenommen. Des Weiteren erfuhr Joe, dass seine Frau auch in einer Obdachlosengemeinschaft unter einer Brücke wohnt. Also begab sich Joe in diese Gegend. Er suchte nach seiner Frau und befragte mehrere Obdachlose. Doch immer wieder konnte ihm keiner weiterhelfen. Anstatt aber an anderen Brücken weiter nach seiner Frau zu suchen, wartete er bis tief in die Nacht. Dann schnappte er sich seine Axt und zerhackte jeden Obdachlosen, der ihm keine Auskunft über seine Frau geben konnte. Kleinere Leichenteile warf er in ein naheliegendes Gebüsch. Den Rest band er an einem Betonklotz und warf ihn in den Fluss. Danach suchte er weiter nach seiner Frau. Nach mehreren Wochen wurde Joe wegen Mordes angeklagt und verhaftet. Augenzeugen hätten ihn bei seiner grausamen Tat beobachtet. Zuerst verbrachte Joe 18 Monate in Untersuchungshaft. Doch die Polizei hatte für Joes Schuld nicht ausreichende Beweise. Daher musste er wieder freigelassen werden. In den 18 Monaten Untersuchungshaft lernte Joe nur eines dazu, den Spaß, jemanden zu ermorden. Joe versuchte seinen Job als Gabelstaplerfahrer wieder bei seiner alten Firma zu bekommen. Doch er hatte keinen Erfolg, aber seine alte Firma bot ihm jedoch einen Job als Nachtwächter an. So kam es, dass Joe Nachtwächter wurde und mit seinem Wohnwagen in der Nähe seiner Firma wohnte. Während dieser Zeit begann er sich immer mehr mit Prostituierten anzufreunden und lockte sie alle zu seinem Wohnwagen. Dort fesselte er sie und zerhackte sie mit seiner Axt in mehrere Einzelteile. Große Stücke der Leiche vergrub er in einem nahegelegenen Waldgebiet. Den Rest packte er in kleine Dosen und Frischhaltebeutel und legte sie in seine Tiefkühltruhe. Der 1,86 Meter große und 220 Kilo schwere Joe schaffte es immer wieder, neue Opfer zu sich zu locken und sein Kühlfach mit reichlich Menschenfleisch zu füllen. Aber er wollte etwas mehr Geld verdienen. Daher beschloss er, einen Imbissstand aufzumachen, bei dem vor allem Burger und Sandwiches verkauft werden. Neben dem gekauften Rinder- und Schweinefleisch mischte er reichlich Menschenfleisch dazu. Er verkaufte es als Geheimzutat mit einem besonders guten Geschmack. Sein Imbissstand lockte immer wieder neue Kunden an, doch nach einiger Zeit ging ihm das Menschenfleisch aus. Joe lockte also weiterhin Prostituierte in seinen Wohnwagen. Er erzählte seinen Opfern erst, was er mit ihnen vorhatte, danach schlug er sie bewusstlos. Doch einmal war sich Joe zu sicher, dass er sein Opfer ohnmächtig geschlagen hatte. In einem unachtsamen Moment gelang es einer Prostituierten aus Joes Wohnwagen zu entkommen. Sie rannte auf die Straße zu einem Autofahrer, der sie zur nächsten Tankstelle fuhr. Von dort aus alarmierten sie die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt wusste Joe, dass es für ihn vorbei ist. Er wartete an seinem Wohnwagen, bis die Polizei eintraf und ließ sich ohne Widerstand zu leisten festnehmen. Auf der Polizeidienststelle legte er ein ausführliches Geständnis ab. Dabei zeigte Joe keine Reue und gab an, dass er sich nie dafür entschuldigen wird, was er getan hat, denn sonst würde er lügen. Er sagte auch, dass er mehr als über 13 Morde begangen hat und dabei Spaß hatte. Zudem hatte er eine Botschaft an die Menschen. Er sagte, wenn sie also das nächste Mal die Straße entlangfahren und zufällig einen Imbissstand sehen, den sie zuvor noch nie gesehen haben, denken sie an meine Geschichte, bevor sie einen Bissen von ihrem Burger nehmen. Manchmal weiß man nie, wen man gerade isst. Vor Gericht verlangte Joe selbst die Todesstrafe.
So kam es, dass nach mehreren Wochen Gerichtsprozess ihn der Richter zum Tode verurteilte. Jedoch gab es 4 Jahre später im Bundesstaat Maryland eine Gesetzesänderung, in der die Todesstrafe abgeschafft wurde. Joe war klar, dass er nun den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Einige Jahre später wurde Joe Matheny tot in seiner Zelle aufgefunden. Die Todesursache ist unklar. Doch nun bist du wieder gefragt. Was denkst du, geht in den Köpfen solcher Mörder wie Joe Matheny vor? Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt gerne nachholen. Denn meine nächsten True Crime Stories warten schon auf dich. Also aktiviere auch die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.